Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 Moneytown Projekt. Mit dabei ist der liebe Matze. Hallihallo, servus. Grüße und hallo. So. Wer kann da weitermachen, weil der andere ist fertig. Das ist doch schön und wunderprächtig und toll. Genau. So, ich muss mir noch schnell was kaufen. Was kaufen? Ja. Hast du das Geld überhaupt? Muss ich haben, ne? Wenn ich das machen will, was ich vorhabe, muss ich das machen. Haben. Aber ja, die 50.000 habe ich noch. 50.000, so viel. Ja. So. Dann gleich nochmal zum. Ah ne, erst aufs Feld. Erst aufs Feld. Erst aufs Feld die Beilchen. Da noch Walzen, dort noch Walzen, da noch Striegeln, dort noch Striegeln. Da noch Pressen. Oh, ja. Hört sich stressig an. Es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre es nicht langweilig. So. Da ist er. Brauchst du Heu? Nö. Okay. Außer du willst mir den schenken. Nee, schenken nie. Dann nicht. Ich hätte sie dir verkauft. Für einen guten Preis. Also, jetzt wo du es sagst. Oh, du hast ja jetzt Nein gesagt. Dann verkaufe ich sie lieber beim Viehhändler. Ja, ja, mach mal. So. Nee, mir ist gerade was anderes eingefallen. Brauch ja noch was. Scheiße, immer noch mal 25.000 ausgeben. Oh je. Wie ist denn das mit diesen Misthaufen? Ja. Die müssen doch nur in die Nähe gesetzt werden, oder? Ja. Also in die Nähe, ja. Rein theoretisch schon. Am besten wär's natürlich bis ran. Das ist kein Problem. Deswegen. Du hast jetzt auch einen Kuhstall, oder was? Nee, es ging gerade nur... Weil bei Schafen hast du ja nicht. Nee, ins Allgemeine. Achso. Noch? Nee, das musste so nah wie möglich. Ja, krieg ich hin. Naja. Bist ja schon groß, ne? Ja. Mami hat mir nicht die gleichen Klamotten angezogen wie manche anderen. Das stimmt. Und so und zack. Nein! Doch! So und zack. Ring weg. In Erweiterung, Container, Tools, Farm und Tools. So, das ist das. Was ist das? Ja, also. Also? Bei mir oben rechts sieht das gerade so sehr mager aus. So. Aber
Wir machen jetzt mal was. Hoppala, was ich sonst nicht so mache. Hier nochmal beiseite schieben. Jo. Hier wird gerade schwer rumrandaliert. Meine Schäfchen randalieren gerade. Oje. Oje. Ja. Sehe ich auch so. Nicht gut. Dann müssen sie geschlachtet werden. Nein. Sie randalieren nur. Weil sie warten auf das saftige, wunderschöne. Heu. Saftig? Saftiges ja. Heu? Saftiges Heu. Kennst okay. Du noch mal so ein Spritzer Honig drüber? Nee. Kenn ich nicht. Ja, solltest du mal ausprobieren. Mhm. Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke, schon wieder. Ja, des Öfteren mal. Ich finde, die Fahrzeuge müssen gebraucht aussehen. So, jetzt kann ich wieder neue Tierchen kaufen. Oh, die halt, wir müssen erstmal da. Und da. Und dann. Auf geht's. Da. Ja, und das mache ich jetzt die ganze Folge über. Also die ganze Folge heißt jetzt nur da und da und da und da. Und da. Und das und dies und dann so und oh, weißt du ist. Nee. Da und da und da und dann wieder da. So, dann schmeiße ich mal den Ballenanhänger hinten dran. Oh, den habe ich gerade abgestellt. Ich habe gerade was anderes hinten da. Nö. Ging jetzt gerade mal an. So. Meinst du? Mhm. Meine ich. Ich muss ehrlich sagen, das geht eigentlich ganz zügig. Jetzt hast du deine Ballen wieder da, ne? Ja. Sind da meine schon wieder nicht mehr? Echt? Ja. Krass. An den letzten 5 Ballen. Und bei dir rastelt es wahrscheinlich oben wieder gerade. Ne? Ja, es geht nach oben. Ja, siehst du? Bei mir nicht mehr. Dann frage ich mich, warum. Man müsste es ja eigentlich gleichzeitig verkaufen. Vielleicht bevorzugt er lieber von rechts als von links. Oh, das könnte sein. Aber das werde ich wohl bald demnächst abschaffen. Ich werde mir vielleicht doch eine BGA gönnen. Okay, ja, mal gucken. Wobei, ich glaube, den Preis, den, ja, du. Methan.
bringt bestimmt schon ein bisschen was. Ich könnte mir vorstellen. Und dann hättest du ja noch Gärreste, die du aufs Feld bringen könntest. Mhm. Genau das. So, jetzt springen wir dorthin. So. Ach, herrje. Was? Ja, nichts. Ich habe gerade was feststellen müssen. Den anderen Anhänger. Wir brauchen eindeutig zu viel. Was? Von dem ganzen Zeug. So. Ich habe nämlich jetzt auch Kühe. Du hast jetzt auch Kühe? Ja. Und zwar die ersten, ich glaube, 20 waren es. Mhm. Ich habe jetzt um die 30 ungefähr. Und wie viel passen in deinen Stall rein? 480. Okay. Bei mir passen ein paar mehr rein. Na gut, du hast ja den Karten-Dings, ne? Genau. Der wie normale. Wie viele passen da rein? 800. Gut. Mischfutter. So, wie sieht das hier aus? Das ist da. Ach nee, den kann ich ja jetzt losschicken. Ins Fahrzeug einsteigen. So, will jetzt irgendwie macht der Hänger gerade was er will. War sonst nie so anfällig gegenüber dem Anhänger. Eins, schade, dass ich hier auf den Anhänger keine Dings laden kann. So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist eine Entladestelle. Und ja, prächtig. Nee, meine. Deine? Oh, das wird teuer. Kühe. Mhm. Ich habe gerade 24.000 Liter Mischration reingepackt. Ja. Das sind gerade mal irgendwie 10%. Naja. Das ist jetzt doof hier.
Da ist eine Kante drin. Die müssen wir mal rausmachen. So. So. Was? Oh, noch ein Zaun? Nein. Warum denn nicht? Passt das so? Das passt so. Das ist doch schön. So und so und so. Genau. 6, warte mal. 69.000 Liter habe ich drin und das Ding ist immer noch nicht, ne? Reicht immer noch nicht. Ja, ist bei mir aber nie anders. Ich habe jetzt erstmal 2 generische Anhängerladung rein, aber dann ist gut. Dann hast du aber auf jeden Fall erstmal Ruhe, ne? Ja, das stimmt. Strom muss ich noch reinschmeißen, siehst du? Das darf ich nicht. Ich brauche auch Wasser. Du brauchst Wasser, okay. Ja, weil es ein offener Stall ist da. Okay, nee, das. Da habe ich Glück, dass ich kein Wasser brauche. So. Da war ich schon lange nicht mehr. Wo warst du schon lange nicht mehr? So pleite war ich schon lange nicht mehr. Bei mir sieht es jetzt wieder gut aus. Nur 3.000. 34.000 habe ich. So. Was hast du denn für Kühe genommen? Die, warte, kann ich dir gleich sagen? Ich muss es sogar sauber machen, wow. Ich habe die Holzstein genommen. Welche denn? 1, 2 oder 3? 3. Die größeren. So, aber ich werde mir jetzt noch mal ein paar Junge kaufen. Für 200 kaufen. 25 weitere Tierchen und sieht gut aus. Es fängt an zu regnen. Ja, stimmt. Mal gut, dass ich nichts ernte. Ja, das stimmt. Alle Geräte unter den Dächern hervorziehen, dann brauchst du nicht waschen. Echt jetzt? Geht das? Nee, leider nicht. Schade. So, die letzten 30.000 Liter Mischration. Apropos, was haben die denn jetzt schon? Wir haben jetzt schon 468 Liter Gülle produziert. Meine noch nicht, weil ich noch kein Stroh... Achso, so war noch Gülle, ne? Ich brauche kein Stroh reinschmeißen. Mist, so schon 374. Aber ich mache trotzdem Stroh rein. Dass die so ein bisschen weich haben. Nee, meine haben noch gar nichts produziert. Produktivität ist auf 0%. Bei mir ist die Produktivität auf 24%. Haben aber schon ein paar Liter Milch und ein paar Liter Gülle produziert. Na gut, bei mir wird es wahrscheinlich...
daran liegen, die haben zwar Mischration, aber kein Wasser. Naja, gut, dann ja. Ich habe ja Wasser gleich dran. Ja. Gut. Aber. Aber. Lieben YouTuberinos. Ja, viel passiert in der Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Darüber würden wir uns natürlich freuen, genauso wie über ein kostenloses Abo. Kostet nichts und ihr unterstützt uns dabei. Schaut auch bei uns auf dem Discord-Server vorbei und bei dem lieben Matze. Beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann sage ich bis morgen, wenn es wieder heißt Moneytown. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao. Tschüss.